Flächenmoment ersten Grades, auch SY oder SZ genannt. Das ist die Formel, das ist das SY, Flächenmoment ersten Grades bezogen auf die Y-Achse. Das soll ein Integralzeichen sein, und zwar das Integral von z mal dA. Das heißt, ja, es sieht komplizierter aus, als es ist. Ich werde es euch gleich zeigen. Also, das ist unser Bezugssystem bzw. unsere Fläche oder Schnitt durch einen Körper. Und mit Hilfe des Schwerpunktes werden wir uns dann das Flächenmoment ersten Grades berechnen. So, wichtig ist immer bei symmetrischen Körpern, achsensymmetrischen Körpern, dass man das erste Koordinatensystem immer so legt, dass eine Achse schon die Symmetrieachse ist. So muss man nur einen Abstand berechnen. Dazu mehr Schwerpunktberechnungen in einem anderen Video. Damit haben wir Y quer. Y quer ist einfach das Koordinatensystem, was wir gelegt haben. Das wandeln wir jetzt zu YS, und das S heißt Schwerpunkt, also Y-Achse im Schwerpunkt. Z quer, das, was wir gelegt haben, ist direkt gleich ZS, da wir ja wissen, dass das ein achsensymmetrischer Körper ist und die Symmetrieachse in der Mitte sein muss vor Z, ist das hier Z quer gleich ZS. So, dann gehen wir hin und berechnen erstmal den Y-S-Abstand zu unserer Y-Querachse. Das heißt, wir nehmen den Abstand des Schwerpunktes von der ersten Fläche zu unserer Y-Achse. Das wären ja 10 cm, die Hälfte von 20. Da liegt unser Schwerpunkt. Mal der Fläche. Das wären 20 mal 20 plus 20 plus 20 sind 60, also mal 60. Plus dem Abstand von der zweiten Fläche. Das sind ja die 20 von oben. Plus der Hälfte sind 15, sind dann 35. Mal der Fläche. Das sind 30 für die Höhe und 20 für die Breite. Also 35 mal 20, 30 mal 20. Geteilt durch die Gesamtfläche. Bei der ersten Fläche waren das 20 mal 60 plus 30 mal 20 für die zweite Fläche, ergeben 33.000 geteilt durch, Augenblick, 20 mal 60 plus 30 mal 20 sind 1.800. So. Damit ergibt sich YS zu 33.000 geteilt durch 1.800. Das sind 55 Drittel oder 18 ein Drittel Zentimeter. Da wir Maße der Länge sind Zentimeter. So. Das heißt, unsere eigentliche Y-Achse liegt ungefähr hier, kurz vor Ende des ersten Körpers. Das heißt, hier können wir unsere Y-S-Achse einzeichnen. Y-S und Z-S kannten wir ja schon. Das müssen wir nun nicht mehr berechnen. So, um S-Y zu berechnen, müssen wir jetzt den Abstand der Teilfläche zu unserem neuen bzw. zum Schwerpunktkoordinatensystem mal der Fläche dieser Teilfläche nehmen. So, das heißt, SY ist gleich. Die obere Fläche wird in diesem Punkt geteilt, und zwar hier. Und wir haben hier 18 cm oder 18 ein Drittel. Somit ergibt sich der Abstand zum Schwerpunkt, die 10 cm bzw. die Hälfte von 18 ein Drittel. Das wären 55 Sechstel oder 9,167.
mal der Fläche. Das sind jetzt 18 ein Drittel mal 60 Zentimeter. So, das ausgerechnet ergibt gerundete 10.081,867. So, das sind die Einheit ist übrigens Kubikzentimeter, obwohl sie nichts mit dem Volumen zu tun hat. So, jetzt haben wir SY berechnet. Wir können SY jetzt auch für den unteren Bereich berechnen. Und das wären dann, ja, wiederum, nennen wir das SY1, das SY2. Dann haben wir als erstes das Koordinatensystem, beziehungsweise der obere Teil wären ja 18 ein Drittel sind 1 2 Drittel mal 60 wäre die Fläche. Ein 2 Drittel oder 1,67. Jetzt kommt der Abstand. Der Abstand ist ja 1, 2 Drittel halbe, also 1,67 durch 2 wäre der Abstand 0,835. So, 0,835 mal 1, 2 Drittel, ja, das war ungünstig geschrieben. Mal 60 plus der zweiten Fläche. Die zweite Fläche wären 20 mal 30, 20, ja, 20 mal 30. Der Abstand wäre 15 plus die 1, 2 Drittel sind, oder 1,67 sind 16,67. So, SY2 ergibt somit 0,835 mal 1,67 mal 60, 83,667. Plus 16,67 mal 20 mal 30 sind 10.002. Das zusammen ergibt 10.085,667. So, ja, diese beiden Werte müssen in etwa gleich sein. Das heißt, hätten wir jetzt mehr Nachkommastellen genommen, würden die Werte auch näher aneinander ranrücken. Aber so kann man auch immer kontrollieren, ob man das richtig gerechnet hat, indem man diese beiden Werte miteinander vergleicht. Wenn sie annähernd identisch sind, dann ist man auch im richtigen Rahmen. Und bei 10.000, drei oder vier Stellen knapp Unterschied, da erübrigt sich das Nachforschen, das sind Rundungsfehler. Da kann man jetzt mit Brüchen rechnen oder es einfach nochmal mit mehr Nachkommastellen versuchen. Somit ist Flächenträgheitsmoment ersten Grades berechnet.